Was wäre die Welt ohne Rivalitäten und Zweikämpfe? Die Geschichte der Menschheit ist voll davon. Der Wettlauf zum Mond zum Beispiel, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse und natürlich die unzähligen Duelle der Helden im Wild Wild West. Nicht immer geht es dabei ganz gerecht zu. Wir haben ein paar dieser unfairen Duelle zusammengefasst. Anfang des 20. Jahrhunderts ist unsere Erde quasi komplett entdeckt. Kein Wunder, dass um einen der letzten weißen Flecken auf der Landkarte ein erbittertes Duell entbrennt. Die Kontrahenten Robert E. Peary, ehemaliger Kommandeur der US-Marine, und Frederick A. Cook, Arzt und Abenteurer mit deutschen Wurzeln. Ihr Ziel ist der Nordpol. Zu dieser Zeit ist er die letzte große Trophäe für ambitionierte Abenteurer. Die letzte Chance, sich als großer Entdecker in die Geschichtsbücher einzutragen. Keine leichte Aufgabe, nicht nur wegen der eisigen Temperaturen. Der Nordpol ist keine feste Landmasse, sondern letztendlich nur ein Punkt irgendwo im Packeis, der stetig sein Aussehen verändert. Mit seinem Team und einem Rudel Hunde macht sich Robert E. Peary Anfang 1909 auf den Weg. Dabei geht er nach seiner eigens entwickelten Strategie vor, dem Peary-System. Er startet mit vielen Männern, nutzt deren Kräfte und schickt nach und nach Männer zurück, um Transportgewicht zu sparen. Doch dann trifft er eine Entscheidung, die bis heute Rätsel aufwirft. Kurz vor dem Ziel schickt er seinen Kapitän Robert Bartlett zurück. Eigentlich ist er unverzichtbar für Peary, schließlich gilt er als einer der besten Navigatoren seiner Zeit. Ohne ihn ist die Truppe mehr oder weniger orientierungslos. Peary entscheidet aber, die Navigation selbst in die Hand zu nehmen. Nach knapp 40 Tagen und einem hunderte Kilometer langen Weg über den gefrorenen arktischen Ozean erreicht Peary nach eigenen Angaben am 6. April 1909 tatsächlich den Nordpol. Als erster Mensch. Der weiße Fleck auf der Landkarte ist für Amerika erobert. Aber auf dem Rückweg erfährt Peary, dass ein gewisser Frederick A. Cook angeblich vor ihm am Nordpol war und bereits auf dem Heimweg ist. Ein Schock. Wenige Tage vor Peary kehrt Cooks Schiff in die Zivilisation zurück. Seine Ankunft in Kopenhagen wird zum Triumphzug. Die ganze Welt weiß Bescheid. Cook ist der Entdecker des Nordpols und Peary der Verlierer. Das lässt der natürlich nicht auf sich sitzen. Er ist sich sicher, dass Cook ein Betrüger ist und startet einen Propagandafeldzug gegen seinen Konkurrenten. Während Cook mit seinen Reiseberichten durch die Lande zieht, wiegelt Peary, unterstützt von einflussreichen Finanziers und einer Medienlobby, die Öffentlichkeit gegen ihn auf. Es beginnt eine regelrechte Schmutzkampagne gegen Cook. Peary schreckt dabei auch nicht vor gekauften Zeugenaussagen und Fehlinformationen über den Konkurrenten zurück. Am Ende steht Cook als Lügner und Betrüger da. Während Peary im Polduell hat, was er will, jetzt geht er als rechtmäßiger Sieger in die Geschichte ein. Heute gilt allerdings auch sein Triumph als fraglich. Seine Aufzeichnungen weisen Lücken auf. Ausgerechnet an dem Tag, als er den Pol erreicht haben will, steht nichts in seinem Tagebuch. Hinzu kommt die fragwürdige Episode um seinen Navigator Robert Bartlett. Schickt er ihn nur deshalb zurück, damit niemand bemerkt, dass er bei den Polkoordinaten schwindelt? Fragen, die bis heute unbeantwortet sind. Selbst die Fotos, die Peary als Beweis seiner Entdeckung schießt, belegen seine Version der Geschichte nicht zweifelsfrei. Fest steht nur, dieses Duell ist grob unsportlich. Unfair ist meist auch der Kampf stark gegen schwach.
Die wohl älteste Beschreibung dieses Klassikers findet sich in der Bibel. Die Geschichte spielt etwa 1000 vor Christus in den judäischen Bergen. Die Philister sind tief in das Territorium der Israeliten eingedrungen. Die 12 Stämme Israels haben sich formiert, um Gegenwehr zu leisten. Allerdings sind sie den Angreifern hoffnungslos unterlegen. Die Philister sind gut gerüstete Kämpfer. Auf Seiten der Israeliten stehen dagegen vor allem kampfunerfahrene Hirten. Noch dazu haben die Philister Goliath in ihren Reihen, einen riesenhaften und furchteinflößenden Kämpfer. Der Einzige, der in diesem ungleichen Kampf den Mut besitzt, dem Hünen entgegenzutreten, ist der Hirte David. Ohne eine Rüstung und nur mit einem Stein und seiner Schleuder bewaffnet, wagt er den Kampf gegen den Riesen. Wer in Zukunft die Macht über Israel hat, entscheidet dieses sehr ungleiche Duell. Wie dieser unfair wirkende Zweikampf ausgeht, weiß bis heute jeder. Denn er steht sprichwörtlich für den Kampf zwischen stark und schwach. Regelrechten Kultcharakter hat das Duell von Gallier Asterix, der sich im ständigen Clinch mit Cäsar und den Römern befindet. Inspiriert sind Asterix' Abenteuer von der Geschichte der Kelten. Allerdings ist die Wahrheit eher düster als lustig. Im 1. Jahrhundert vor Christus besetzt Gaius Julius Cäsar mit seinen Truppen Nordfrankreich. Damals befinden sich bereits große Teile der bekannten Welt unter der Herrschaft Roms. Trotzdem will Cäsar auch noch die Gallier unterwerfen, wie die Kelten von den Römern genannt werden. Sieben Jahre dauert der Gallische Krieg und ein Stamm nach dem anderen kapituliert vor der römischen Übermacht. Bald ist fast ganz Gallien von den Römern besetzt. Trotzdem entscheiden sich einige Stammesführer für den Kampf gegen die römischen Eroberer. Vercingetorix wird dabei zum größten Herausforderer Cäsars. Er eint die verbliebenen freien Gallier und führt sie zum Kampf gegen Cäsar. Im Jahr 52 vor Christus kommt es vor der Stadt Alesia zum alles entscheidenden Duell zwischen Cäsar und Vercingetorix. Für beide Rivalen geht es um alles. Verliert Cäsar, kann er seine politische Karriere in Rom vergessen. Für seinen Gegner Vercingetorix steht aber weit mehr auf dem Spiel. Ein Sieg der Römer wäre gleichbedeutend mit dem Ende aller freien Kelten auf dem europäischen Kontinent. Vercingetorix verschanzt sich in der Festung von Alesia. Die Mauern bieten zwar Schutz, um die Kräfte zu bündeln, aber ihre bisher erfolgreiche Guerillataktik können die Gallier von hier aus nicht mehr betreiben. Cäsar wittert seine Chance. Er beordert alle verfügbaren Legionen nach Alesia und beginnt einen Belagerungskrieg. Der Feind soll keine Verbindung mehr nach außen haben. Ein ausgeklügelter Ring aus Wällen, Palisaden und anderen Abwehreinrichtungen umgibt bald die gallische Festung. Errichtet innerhalb kürzester Zeit. Vercingetorix gelingt es gerade noch rechtzeitig, seine Kavallerie aus dem Belagerungsring zu schicken, um weitere Gallier zu mobilisieren und die Römer in die Zange zu nehmen. Der Rest der Gallier aber ist eingesperrt, abgeschnitten von Nachschub und Unterstützung. Und hinter den Festungsmauern gehen ihre Vorräte schnell zur Neige. Und das, obwohl nur noch die wehrfähigen Männer zu versorgen sind. Alte, Frauen und Kinder hatte Vercingetorix aus der Festung geschickt, hoffend, dass Cäsar sie aufnehmen würde. Doch der Römer kennt keine Gnade. Die Unschuldigen verhungern zwischen den Fronten.
Den Galliern bleibt nur die Flucht nach vorne. Das Eintreffen der gallischen Verstärkung ist das Zeichen für den Angriff. Von zwei Seiten attackieren die Kelten und nehmen die Römer in die Zange. Von innen greifen Vercingetorix und seine Truppen aus der Festung an. Von der anderen Seite das äußere gallische Heer. Zunächst geht Vercingetorix Plan auf. Nur mit Mühe können die Legionäre das Lager halten. 4 Tage dauert der Kampf. Mal dominieren die Gallier, mal die Römer. Aber anders als bei Asterix triumphiert am Ende nicht der tapfer kämpfende Gallier, sondern der geschickte Taktiker Cäsar. Das Duell ist entschieden. Der Gallier Vercingetorix muss sich ergeben. Er wird in Ketten gelegt und nach Rom verschleppt. Es ist das Ende der keltischen Kultur auf dem europäischen Kontinent. Aber Cäsar kämpft nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten. Ein unfairer Kampf, denn erstens ist sein De Bello Gallico, der gallische Krieg, viel mehr als nur Bericht über den Konflikt. Mit ihm versucht der Feldherr, die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu beeinflussen, auch durch Beugung der Wirklichkeit. So stellt Cäsar seine Gegner als primitive, skrupellose und grausame Barbaren dar. Er beschreibt zum Beispiel, wie ein Gallier in einer Rede zum Kannibalismus aufruft, als die Nahrungsmittel in Alesia knapp werden. Die Szene ist vermutlich frei erfunden. Aber sie liefert Cäsar ein Motiv, um der Barbarei der Gallier ein Ende zu machen. Vor allem dient die Schrift aber zur Selbstinszenierung Cäsars. Zweitens verfassen die Gallier selbst keine Aufzeichnungen über die Kämpfe. Deshalb beeinflusst der Bericht Cäsars unser Bild der Gallier bis heute. Dabei sind sie in Wahrheit alles andere als ein Haufen primitiver Waldbewohner, sondern ein stolzes Volk an der Schwelle zur Hochkultur. Nicht gerade fair. Fazit: Die Geschichte ist voller unfairer Duelle. Welche sind für euch die packendsten Zweikämpfe? Interesse an noch mehr skurriler Geschichte? Dann abonniert diesen Kanal.